Hallo, hier ist Goldminka. Heute zeige ich dir eine kleine Tanzchoreo, die du deinen Liebsten zum Valentinstag vortanzen kannst. Mein Name ist Goldminka, ich bin Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin und hier auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Burlesque, Tanzen und Tutorials. Wenn dich das interessiert, abonniere gerne meinen Kanal und ja, dann geht es auch schon los. Und zwar tanze ich euch jetzt zuerst diese kleine Choreo einmal vor und danach erkläre ich dir noch etwas dazu. Ja, also schau sie dir erst einmal an. Und ich tanze diese kleine Choreo heute mit einem Stuhl. Und ja, dann fange ich direkt an. Und jetzt merke ich, ich habe vergessen, mir Handschuhe anzuziehen. Diese kleine Choreo ist mit Handschuhen und ich habe vergessen, sie anzuziehen. Okay, also dann fangen wir jetzt einfach nochmal von vorne an. Ich ziehe mir die Handschuhe an und dann geht's los. Sie liegen auch schon hier bereit. Genau, also jetzt einfach Handschuhe an und ja. Wir tun so, als wäre nichts gewesen und es geht jetzt nochmal los. Okay, also. Thank you.
Ja, und das ist die kleine Choreo. Wenn sie dir bis hierhin gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt tanze ich das Ganze nochmal und erkläre einfach mal ein bisschen was dazu. Als erstes sammle ich mir meine Handschuhe wieder ein. Kleinen Moment. Okay, also diese kleine Choreo ist ja mit einem Stuhl. Und grundsätzlich ist es bei einem Stuhl zu sagen, dass jeder Stuhl tatsächlich so ein bisschen seine Eigenheiten hat. Also jeder Stuhl ist so ein bisschen anders. Dieser hier ist zum Beispiel ein kleines bisschen wackelig und er ist sehr leicht. Das heißt, hier muss ich aufpassen, damit ich ihn nirgendwo hin verrutsche, wenn ich rumlaufe oder wie auch immer. Ja, und wie gesagt, je nachdem, ob es ein Klappstuhl ist oder ob es ein Stuhl ist, der eben sehr schwer ist oder wie auch immer, hat tatsächlich so ein bisschen jeder Stuhl seine Eigenheiten, die man herausfinden muss. Wenn du um einen Stuhl herumgehst, solltest du nicht zu weit weg von dem Stuhl sein, ja, denn dann tanzt du nicht mehr mit dem Stuhl und hast irgendwie gar keine Orientierung mehr zu deinem Stuhl. Aber du solltest auch nicht so dicht dran sein, dass wenn du jetzt da rumläufst, du den Stuhl verschiebst oder jetzt dagegen läufst. Genau. Und ja, jetzt fangen wir einfach nochmal an. Jetzt habe ich mir auch meine Handschuhe angezogen und die Choreografie geht los mit dem Rücken zum Zuschauer. Du stehst praktisch links vom Stuhl, also der Stuhl steht rechts von dir. Und ja, dann geht's los. Hand auf dem Stuhl und dann einfach wackeln. Genau. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, du machst das natürlich mit deiner eigenen Musik. Und du kannst es wirklich so zu deinem eigenen Ding machen und es wirklich so machen, wie sich das gut anfühlt. Ja, also du musst das nicht so machen, wie ich dir das jetzt hier vortanze, ja, sondern mach das wirklich so zu deinem eigenen Ding mit deiner eigenen Musik. Ich habe hier leider bei YouTube immer so ein bisschen das Problem, dass ich nie genau die Musik verwenden kann, die ich eigentlich gerne hätte. Ja, aber ich packe dir hier unten in die Playlist bzw. in die Infobox mal eine Playlist mit Liedern, die ich sehr schön finde und vielleicht gefallen sie dir ja auch. Und genau, also je nachdem, wie es eben zu deiner Musik passt, wackelst du dann eben rum und ja, machst, was gut dazu passt. Genau, also nochmal, wir waren hier Hand an der Lehne neben dem Stuhl und wackeln, je nachdem, wie es eben zu deiner Musik passt. Und jetzt gehen wir nach unten, also in die Hocke, und unsere Knie zeigen dabei nach außen vom Stuhl weg. Also in die Hocke. Jetzt drehen wir unsere Knie zum Stuhl und fassen einmal mit den Händen um. Also die Hand, die jetzt die ganze Zeit am Stuhl war, geht jetzt zu unserem Po und die andere Hand kommt jetzt an die Stuhllehne. Und jetzt kommen wir einfach hoch. Genau. Jetzt, je nachdem, wie deine Musik ist, kannst du hier jetzt noch ein paar Wackler, Shimmies oder was auch immer einbauen. Und jetzt nimmst du ein Bein auf den Stuhl, das äußere Bein. Also das Bein, was jetzt zum Publikum zeigt, das geht jetzt auf den Stuhl. Und ja, da musst du, wie gesagt, jetzt gucken, welche Eigenheiten hat dein Stuhl. Meiner wackelt ein bisschen. Oder wenn du einen Klappstuhl hast, dann musst du wirklich das Bein so hinstellen, dass der Stuhl, dass die Sitzfläche jetzt nicht mit einmal anfängt, hier zu wackeln und zusammenzuklappen. Wie gesagt, das musst du für dich so ein bisschen herausfinden. Genau, und jetzt mit der Hand nach unten. Achte dabei wirklich auf eine schöne Pose. Ja, also dass du hier nicht so, sondern schön der Rücken gerade. Schultern nach hinten unten und ja, schöner Hals und immer so mit dem Gesicht zu deinem Zuschauer. Jetzt kannst du wieder ein bisschen über deinen Hintern kreisen, wackeln. Und ja, dann jetzt das Bein gerade und hinstellen und jetzt stehst du nach vorne. Und hier packst du jetzt wieder das hin, da die Elemente, die dir
gefallen und die zu deinem Lied passen. Wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Ja? Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein paar Grinds oder diese Schulterrollen, Schulterschimmy-Posen. Ja, das kannst du wirklich so für dich machen, wie dir das gefällt und wie es sich gut für dich anfühlt. Und jetzt laufen wir los. Wir laufen jetzt einmal vor den Stuhl. Unser Gewicht ist jetzt auf dem äußeren Bein. Und mit dem Innenbein laufen wir jetzt los. Und wir laufen insgesamt 3 Schritte, um vor den Stuhl zu kommen. Wir machen jetzt einen Minischritt neben dieses Stuhlbein. Dann über Kreuz vor dieses Stuhlbein. Und dann hinten Kreuz vor das andere Stuhlbein. Ja, und jetzt stehen wir praktisch vor dem Stuhl. Und das ist das, was ich meine, nicht zu weit weg vom Stuhl und auch nicht zu nah dran, damit du jetzt hier nicht gegen den Stuhl rennst. Ich mache das nochmal vor. Wir standen jetzt hier neben dem Stuhl. Eine Hand kannst du an die Lehne packen, damit du immer noch weißt, wo dein Stuhl ist. Und genau, unser Gewicht ist auf dem Außenbein. Das Innenbein geht los. Jetzt neben das Stuhlbein, Kreuz vor das Stuhlbein und Kreuzrück vor das andere Stuhlbein. Genau, und auch hier kannst du jetzt wieder reinpacken an Bewegungen, was dir gefällt. Ja, also es ist wirklich deine Choreografie für deinen Schatz. Mach das so, wie du das schön findest. Genau, und jetzt setzen wir uns auf den Stuhl. Und zwar möglichst hinten mittig. Und ja, jetzt habe ich hier ein Bein übergeschlagen und achte, wie gesagt, auf eine schöne Pose. Ja, denn jetzt gehen wir hier einmal runter. Ja, also jetzt nicht so runter, sondern so Rücken gerade. Und ja, versuche deinen Oberkörper auch immer ein bisschen so nach vorne zu drehen. Dann finde ich, sieht das schöner aus. Und jetzt machen wir etwas sehr Sinnliches. Wir gehen mit unserer Hand über unser Gesicht, gerne auch durch unsere Haare, können uns ein bisschen streicheln. Genau, und das war der Punkt, wo ich vorhin gemerkt habe, ich habe meine Handschuhe gar nicht an. Und genau, und jetzt ziehen wir die Handschuhe oder beziehungsweise den Handschuh mit unseren Zähnen aus. Ich habe dazu schon mal ein kleines Video gemacht, das kannst du dir hier oben angucken. Und ja, dann geht es jetzt los. Und dann ziehst du den Handschuh aus. Jetzt drehen wir ihn noch ein bisschen. Und jetzt machen wir das äußere Bein lang und gehen einfach ein bisschen über unseren Schuh und über unser Bein mit dem Handschuh. Sehr spielerisch und kokett. Und wenn du den Handschuh festhältst, achte immer auf eine schöne Hand. Ja, also jetzt nicht so hier irgendwie den Handschuh festhalten, sondern immer schöne Finger dabei. Und jetzt drehst du ihn nochmal und wirfst ihn weg. Werfe ihn wirklich weg, denn wenn du ihn jetzt hier unten irgendwo hin schmeißt, dann ist er dir im Weg. Ja, weil du brauchst ja hier den Platz um den Stuhl. Also wirklich den Handschuh wegwerfen. Genau, und jetzt wieder aufstehen. Und jetzt stehen wir so vorne neben dem Stuhl. Und auch jetzt können wir wieder etwas machen, was uns gefällt. Wirklich, mach das nach Belieben. Es ist deine Choreografie, es ist dein Lied, es ist dein Schatz. Ja, mach das so, wie dir gefällt. Als nächstes versuchen wir jetzt hinter den Stuhl zu kommen, beziehungsweise gehen wir jetzt hinter den Stuhl. Unser Innenbein geht los. Wieder 3 Schritte und dann stehen wir hinter dem Stuhl. Ja, nochmal. Wir standen hier. Das innere Bein geht los, nach hinten, über Kreuz und so. Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt haben wir hier unsere Hände auf der Stuhllehne. Und jetzt wieder, je nach Lied und nach Musik, wackel, wackel, wackel. Und jetzt nach hinten einen Halbkreis.
und die Hände so einmal an der Lehne runter. Ja, also das jetzt beides gleichzeitig. Wir fangen hier auf einer Seite an, gehen nach hinten einen Halbkreis und nehmen die Hände nach unten. Genau, und dann stehen wir hier wieder. Und jetzt wieder mit diesem Bein, links oder rechts von euch? Für mich ist es links, ich glaube, für euch ist es das rechte Bein jetzt. Neben den Stuhl, ein Schritt. Und jetzt mit Schwung mit dem anderen Bein über den Stuhl rum. Upp, genau, und der Stuhl ist sehr leicht und wackelt. Also ich mache das nochmal vor. Wir standen hier. Das Bein geht jetzt los. Neben den Stuhl. Und jetzt hier mit Schwung einmal rum und wir setzen uns hin. Und hier kannst du jetzt wieder das machen, was dir gefällt. Ich habe vorhin hier so einen Brustkreis gemacht. Und jetzt nehmen wir die Arme nach oben und präsentieren den anderen Handschuh und ziehen ihn aus. Und ja, dann wirbeln wir hier ein bisschen rum und werfen ihn wieder weg. Und jetzt kommt etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Und zwar, wenn man sich einfach hier so mit seinen Fingern ein bisschen so selber streichelt. Ich finde, das wirklich sieht sehr sinnlich und auch gleichzeitig sehr kokett und spielerisch aus. Ja, also wenn man einfach hier so ein bisschen mit seinen Fingern so an seinem Rücken lang. Und ja, dann jetzt wieder die Hände an die Stuhllehne, aufstehen und rum. Und das ist das Ende der kleinen Choreo.
und das ist meine kleine Tanzkombination, die du deinem Schatz zum Valentinstag vortanzen kannst. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Falls ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss!